So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. In dieser Folge endlich mal wieder Bäume pflanzen. Dafür haben wir hier unseren Traktor mit der Sämaschine oder Setzling-Pflanzmaschine, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, bestückt. Jede Menge Fichtensetzlinge, 200 Stück, 201 Stück. Ich weiß nicht, ob wir die alle loswerden bei uns auf dem Grundstück da hinten. In der letzten und vorletzten Folge habe ich da fleißig Baumstümpfe rausgemacht. Also es müsste viel Platz sein zum Pflanzen. Ich weiß nicht, wie nah ich hier ans Ufer gehen soll. Erstmal Maschine senken. Und dann pflanzen. Und ich versuche so grob gerade zu bleiben, nicht zu viele Schlingerkurven zu machen. Hier ist auch Platz ohne Ende, also da kann man auch mal ein bisschen großzügiger sein. Aber in Spielen will man ja auch effektiv sein. Hier haben wir schon gut ein paar Meter verschenkt. Wir könnten auch weiter nach rechts noch. Na, egal. So. Gut, mit den bunten Balken macht es Zuschauen wohl nicht so viel Spaß. Aber um effektiv zu sein, ist das schon echt praktisch ohne Ende. Dann pflanzen wir halt halb ins Wasser hier. Das Ufer wird befichtet. So, 11 Pflanzen müssten wir jetzt. Ne, 10 Pflanzen haben wir jetzt schon rausgeballert. Oh Gott, oh Gott. Zieh. Ich hoffe einfach, dass unsere Fellmaschine nachher nicht die ganzen Stämme ins Wasser wirft. Ich bin auch guter Hoffnung. Wer weiß, wie lange das dauert, bis die mal groß sind. Bis diese Bäumchen mal groß werden. Das kann dauern. Die Dauer auf den Auer. So, 21 Bäumchen sind gepflanzt und wir sind immer noch an der Küstenlinie. Die eine Länge. Nicht gut. Okay,
runter, wir pflanzen mal. Hoch und kämpfen uns raus. So, um noch nicht nochmal in die Bredouille zu kommen, pflanzen wir jetzt hier noch einen. So, da können wir schon mal nicht näher an den Felsen ran. Pflanzen. So, jetzt schaut wieder alles gut aus. Pflanz, Pflanz, Pflanz. Wir haben wieder... Da ist noch ein Baumstumpf. Okay. Dann drehen wir jetzt um. Gegenrichtung. So. F. Jetzt immer schön die Schnittpunkte der Radien treffen. Gott, wir können so viele Setzlinge nachkaufen. Wir kriegen so viele Bäume hier hin. So, jetzt fangen die Hügel an. Okay, wir müssen mal hochnehmen. So. Pflanzen. Komm, das packst du, Traktor. Moment. Anderes Getriebe. Schauen, ob es jetzt besser geht. Schon mehr Kraft. So, schwupps. Die nächste Fichte ist im Boden. Noch 155. Komm, zieh, zieh, zieh. Das gezählt hat. Ich dachte, das war noch im Kreis von der anderen Fichte. Ah ja. Wollen wir mal nicht meckern.
wenn das Spiel ein bisschen großzügiger mit uns ist. So. Da fast sogar noch. Ich würde sogar zwei hinbekommen. Maschine hoch. Machen wir zwei. Ja, komm. Runter. So. Hundertzweiundvierzig noch an Bord. Und die Kiste gräbt sich wieder halb in den Boden. So, 61 Bäumchen schon gepflanzt. Wäre echt neugierig, ob ich mit dem anderen Traktor auch solche Probleme habe bei dem Gelände. Na? Pflanzen? Was machst du da? Maschine streikt manchmal ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Sie streikt einfach so. Maschine senken? Bin ich da auf den Knopf gekommen? Das ist ja eine Gemeinheit. Na, komm, zieh. F. Habe ich so einen Schlinger vor uns gefahren? Sieht merkwürdig aus. Ah. Na gut, Küstenlinie ist auch nicht mit einem Lineal gezogen. Hundertvierundzwanzig noch. Na. Pflanz die Bäumchen in die Erde, dass die Arbeit fertig werde, sozusagen auch ganz fix. Da sag ich mal besser nix. Nö. Heißt der Hund Idefix. Macht alles keinen Sinn, dieser Reim.
Ein Reim, der keinen Sinn macht, ist ein sinnloser Reim, sinnloser. Ich werd langsam wieder dulle, dulle im Kopf und weich in der Rübe. Wenn im Nischel nur noch Unsinn ist. Unsinn. Ist ja. Im Grunde das Gegenteil vom Sinn. Es macht keinen. So, und Rückfahrt. 113 noch an Bord. Dann trugen ihn die Englein fort. Wenn er schneller wäre gewesen. Scheiße. Jetzt geht's wieder bergauf. Traktorkampf. Und wir rutschen. Am besten während der Fahrt einfach da. Immer hämmern, so wie bei der Fräse. Fernab von Realismus. So 107 noch Loch an Loch und hält doch. Was ist das? Eine Kette, eine Kette. So. Weicher Boden. Schmutz greifen. Er soll nur das begreifen. Ah, komm. Ah, hast auch die Schnauze voll. Den ganzen Tag im Traktor. Gegen die Berge kämpfen. Oder ist das nicht mehr anstrengend? Schön mit Lenkunterstützung, Servolenkung. Muss niemand gegen das Lenkrad kämpfen. Naja, gehen die Leute mittlerweile ins Fitnessstudio, oder? Früher brauchten sie noch Kraft, wenn sie Fahrzeuge bedienen. Jetzt brauchst du höchstens noch Nerven. Wenn ich das Fahrzeug schon von allein fährt. Frage ich mich so auf. Die Feldtechnik hat ja so GPS und da fahren ja die Traktoren mehr oder weniger selbstständig da auf dem Zentimeter genau auf dem Acker rum. Wenden tun dann die Fahrer, oder? Oder sind die wirklich nur Sicherheitspersonal dann? Falls die Technik mal streikt. Aber wenn ich so Bäume pflanze, müsste man das ja auch einprogrammieren können. Oder weil das nicht so oft vorkommt, wird das nicht gemacht. Es sei denn, irgendjemand baut so ganz schnell wachsende Büsche an. Die dann beispielsweise für Holzpellets verwendet werden, die
wenigen Jahre geerntet werden. Also ich weiß nicht, wie schnell die Gehölze da wachsen. Ich denke mal, so spätestens nach 3 Jahren oder so werden die doch abgeerntet. Weil wenn sie dann zu groß werden, dann brauchst du wieder übelste Technik, um das zu fällen. Also werden das doch nur kleine, dünne Büsche sein, oder? So, die Folge ist 20 Minuten lang. Ich will euch eigentlich nicht weiter quälen. Zu erzählen habe ich eh nichts. Aber ich hätte noch 80 Fichten an Bord. Ich mache mal die Folge noch ein bisschen länger, bis wir das hier losgeworden sind. Hier ist auch noch genug Platz. Ich könnte wirklich großzügig hier fahren. Vielleicht mal oben für längs. An der Grundstücksgrenze entlang. Wir machen so weiter. Wir machen so weiter. Und Männer fällt ein Schreiter. Fällt er in den Graben? Fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf? Macht der Traktor Plumps. Stumpf. Ein stumpfes Trumpf. Oh lala. Oh lala, oh lala, oh lala. So, 70 noch an Bord. So, komm. Gib Gas. Lieber Michael Schumacher, gib Gas. Lieber Michael Schumacher, fährst du immer im Kreis? Brumm, 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 wird der Motor ganz heiß. Dumm, dumm, dumm. Ach. Lieber keine populären Lieder singen. Nicht, dass jemand mal mit einem Plattenvertrag um die Ecke kommt und mich zwingen will zu singen. Na, Pflanzen. Jetzt auch. Ich dachte schon, meine Maschine möchte mich verarschen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Warum pflanzt du nicht mehr? Ja, ja, so ist's. Es ist bald vorbei. Du wirst etwas hungrig. Das halte ich auch für ein Gerücht. Kurz schauen, 20 Uhr. 30 passt noch. Um die Uhrzeit hat man doch noch keinen Hunger. Nein, jetzt bin ich ausgestiegen. Okay, wenn wir aussteigen, dann können wir was essen. So. Getriebe wechseln.
Pflanzen. Da. Ah, pflanz doch. Okay, hier müssen wir mal hochnehmen. So. 56. Runter. Pflanzen. Gott, das war jetzt mitten auf der Straße. Das gibt Ärger. Noch 50. Oh, da muss wohl noch ein Baumstumpf sein. Hier rollt der Traktor gerade wieder ganz gut. Gut. Gerade sage ich es dann. Ah, wobei. So. Komm, kleine Traktor, halte durch. Noch 41 Bäumchen, dann können wir das Tagewerk beenden. Oh Gott. Komm, zieh. Na komm. Pflanzen. Pflanzen. Da hatten wir gerade. Doch richtig. Platz verschenkt. Ja, wohl auch. Ja, komm, für die 30. Deren Bäumchen. Muss der Platz doch jetzt bequem reichen. Das ist ja irgendein Baumstumpf gewesen, oder?
habe ich so gar keinen Plan mehr. Ich habe, glaube keinen Plan mehr, wo wir gerade rumgurken. Einfach zu spät. Ich sollte nicht so spät Videos aufnehmen, denn dann kriege ich einen kleinen Schaden. Das kann nicht sehr gut sein. Da muss man auf der Hut sein. Kurz schauen. 21 Uhr. Warum fahre ich hier lang? Da oben ist es so schön flach. Ich bin einfach ein Idiot. Die Folge ist viel zu lang. So lange schaut eh niemand zu. Ich könnte erzählen, was ich will. Niemanden. Niemand wird es hören. Niemand wird es je erfahren. So, klick. So, noch 9 Setzlinge. 8 7 6. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ach, fertig. Jawohl. Gott, 33 Minuten, diese Folge war zu lang. Viel zu lang. Viel zu lang. Aber es wäre noch Platz gewesen. Die, das ist nicht der richtige Weg. Nicht der richtige Weg. Okay, Abschleppwagen rufen. So. Und damit beenden wir diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Der Traktor ist wieder mal mega schmutzig. Naja, tschüss, ciao, bye bye.